MotoTV 22 und das erste Rennen heute hier am Red Bull Ring für die Red Bull Classic. Und es starten jetzt die Can-Am-Fahrzeuge, die jetzt hier die ersten drei Startreihen einnehmen werden. Und dann gibt es einen Abstand und dann kommen die Dornwagen, die GT-Fahrzeuge der früheren DTM. Und wir sind jetzt gespannt, denn die drei Zackspeed Ford von Mücke Motorsport und Petrakowitz und die BMW M und die Porsche, sie werden sich hier einfinden bei dieser Startaufstellung. Wir sind jetzt gespannt und die ersten Fahrzeuge kommen jetzt hier herein auf den Startgrid und wir freuen uns jetzt schon auf das erste Rennen hier am Red Bull Ring für die Red Bull Classic. Guten Morgen, 2 Minuten, dann geht's los. Wie bist du vorbereitet? Wir sind sehr gut vorbereitet und es macht viel Freude, mit 3 Capris endlich auf einer Rennstrecke zu sein. Und in wenigen Minuten geht's los bei der Red Bull Classic, das Fahrzeug von Georg Hallau. Ja, Stefan, normal mit einem Alfa Romeo ITC-Fahrzeug, heute mit einem Audi A4. Aber das war auch ein tolles Rennen heute von dir und ich habe gesehen, du hättest fast die Can-Am überholt. Ja, also Audi geht auch mit auch an. Ja. Und die hat auch mal verdient, dass er mal ein bisschen raus darf. Ja, mit den Can-Ams, das war halt immer so ein bisschen so Kaugummi-mäßig. In der Kurven war ich dran. Auf der Geraden waren sie wieder weg und so haben wir das eigentlich irgendwie so das ganze Rennen gespielt. Und ja, aber bevor wir was kaputt machen, also ich habe da schon das eine oder andere Loch gesehen und habe mir dann gedacht, naja, stiche ich jetzt rein oder nicht? Und habe mir dann gedacht, ja, das ist eher eine andere Klasse und einen Klassensieg habe ich und dritter Gesamt ist ja jetzt auch nicht schlecht. Ja, hat die Golden Era in der Gesamtwertung gewonnen. Ja, das Fahrzeug von Timo Scheider, der Audi DTM, ein richtig geiles Auto. Ha? Ja, also wir haben gestern richtig Probleme gehabt nach dem Q1. Ja. ABS nicht gegangen, Traktionskontrolle nicht gegangen, gar nichts. Also Reifen hinten geschliffen und dann haben wir schon gemeint, naja, vielleicht war es das schon wieder. Ja. Und Respekt, also meine Mannschaft hat wirklich einen tollen Job gemacht. Ja. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. Freut mich unglaublich. Ja. Er hat verdient und er hat es Respekt gezeigt. Er hat es gewonnen, das heutige Rennen in der Golden Era. Wir wünschen alles Gute, dann heute noch fürs Qualifying und morgen fürs Rennen. Dankeschön.
MotoTV 22. Ja, das war ein heißes, ein spannendes Rennen in der KTM-Serie. Der Axel Pils mit seinem McLaren gegen den Georg Holler. Und er hat 20 Minuten seine Führung gehalten und dann ist er gekommen. Es war ein heißes Rennen. Er hat mir eine Weile den Audi da vom Hals gehalten und dadurch ging es dann gut. Dass er vorbeigeht, wusste ich. Ja, Georg, ein tolles Rennen von dir mit deinem Loder. Da sieht man auch ein älteres Fahrzeug aus den 70er Jahren. Immer noch gut für einen Sieg. Genau, 50 Jahre alt und immer noch reiner Rennsport. Viel mehr geht nicht. Viel mehr geht nicht, aber man sieht, es geht noch viel mit 77 Jahren. Axel, wie hast du dich gefühlt heute? Naja, nicht sehr jung. Nicht sehr jung. Nach 30 Minuten hier am Startgrid, 30 Minuten hier bei dieser Klassik. Es war ein tolles Rennen. Ja. Georg, und wo geht's weiter? Heute Nachmittag nochmals ein Qualifying für das morgige Rennen. Ja, wir fahren gleich nochmal mit dem Lotus 23 in den Gentleman Driver. Morgen dasselbe Programm nochmal und nächste Woche geht's nach Zandvoort. Jo. Jedes Wochenende ein Rennen irgendwo auf Europastrecken, Axel. Solange es noch geht, machen wir das. Alles Gute und ein tolles Rennen und Gratulation. Dankeschön. Danke, ciao.